Heute erleben Sie bei uns Nostalgie im Maßstab 1:87. Skurrile Eisenbahnfahrten in Barleben und volle Aktion auf einer der größten sächsischen Schauanlagen. Herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsausgabe von Auf kleiner Spur. Die beginnt hier auf den Höhen des Erzgebirges. Nicht nur, weil es zum Festen Annaberg-Buchholz so heimelig ist. Hier, ganz in der Nähe der großen Pyramide, drehen auch kleine Bahnen ihre Runden. Bahnen mit einer ganz eigenen Geschichte. Als Uwe Siebert diese Anlage baute, wollte er von vornherein keine Platzprobleme haben. Hier in seinem Haus in Grottendorf ging er die Sache anders an als die meisten anderen. Wir haben das Haus damals gekauft und umgebaut alles. Und eigentlich war es da schon im Kopf vorhanden, das wird es mit der Eisenbahnzimmer. Und man hat dann den Raum schon so gebaut, wie es dann später mal werden soll. Und die Anlage ist halt dann reingebastelt worden. Was genau? 36 Jahre alt ist Uwe Siebert. Und genauso lange ist er bereits Fan der kleinen Bahnen. Modelleisenbahner bin ich eigentlich ab Stunde Null, sag ich mal. Also seit meiner Geburt war bereits eine Anlage vorhanden. Damals natürlich von meinem Vater gebaut, nicht ich selber. Seine Vorliebe, das ist der Maßstab 1:120. Er ist der wohl eifrigste Sammler von TT-Modellen einer kleinen Firma aus Frau Reuth bei Werdau. In die hat er sich so verliebt, dass er einfach alle Varianten besitzen will. Das Ferkeltaxi rollt bei Siebert nicht nur in der bekannten Lackierung, sondern sogar im ungewöhnlichen Messeanstrich von 1965. Und auch die anderen Modelle des Herstellers berühren das Herz des Grottendorfers. Sie suchen sich auch Vorbilder raus, die sehr interessant sind. Also ich finde gerade den VD18 ist natürlich ein Kultobjekt und das ist genau meine Wellenlänge. Auch von ihm gibt es gleich mehrere Varianten. Hier die Prototypenlackierung von 63, links im Bild. Weniger bekannt als der schicke Schnelltriebwagen der Bauart Görlitz sind die Bautzner Diesel-Leichttriebwagen. Sie wurden Mitte der 60er Jahre gebaut und sollten die Ferkeltaxen ablösen. Aufgrund technischer Probleme kam es jedoch nicht dazu. So machen die Fahrzeuge nur als Modell auf Sieberts Anlage eine späte Karriere. Selbst der Prototyp des Triebwagens in seinem heutigen Aussehen findet sich hier. Uwe Siebert hat im Verlauf der letzten 30 Jahre schon viele Anlagen gebaut. Da hätte es einige Möglichkeiten gegeben, auch mal die Spur zu wechseln. Das aber kam für ihn nie in Frage. Die Idee ist halt in meinen Augen immer noch die ideale Größe, weil man viel auf wenig Platz unterbringt. Der Maßstab ist immer gleich geblieben. Geändert hat sich etwas anderes. Sein Umgang mit der Anlage. Früher war es bei uns auch so. Die Anlage wurde immer in den Winterferien aufgebaut als Kind. Aber jetzt hat man halt die Chance, sobald es mal regnet oder man will halt mal seine Ruhe, geht man hoch in sein Zimmer, macht zu und lässt die Züge fahren. Seit ein paar Tagen kann der Mann aus dem Erzgebirge ein nagelneues Modell auf Reisen schicken. Sein Lieblingshersteller hat es kurz vorm Weihnachtsfest aufs Gleis gestellt und Sammler Siebert konnte nicht widerstehen. Das neueste Modell ist der BR 628.4. Das ist ein Nahverkehrstriebwagen, zweiteiliger. Der ist allerdings erst jetzt nach der Wende beim Vorbild entstanden und ist eigentlich nicht so mein würdiges Zielgebiet, weil ich Deutsche Reichsbahn in Woche 3 und 4 fahre. Aber weil es eben ein Kressmodell ist, musste da irgendwo sein. Zum Weihnachtsfest gehört unbedingt die Bescherung dazu. Ich weiß zwar nicht, was gestern bei Ihnen unterm Baum lag, aber ich weiß, was demnächst dort liegen könnte. Zumindest, wenn Sie unsere heutige Preisfrage richtig beantworten und Fortuna Ihnen hold ist. Pico sorgt in diesem Jahr wirklich für eine schöne Bescherung. Zum Beispiel mit dem fünfteiligen Doppelstock-Gliederzug in H0. Ein Modell, das auf allen DDR-Reichsbahnanlagen im Maßstab 1:87 eine gute Figur macht. Als zweiter Preis liegt ein Weihnachtsstartset unterm Tannenbaum. Zum vierteiligen Zug dazu gibt's Schienenkreis, Fahrregler und Netzteil. Und der dritte Preis ist ein vor allem bei Sammlern begehrter Jahreswagen.
Von einer Modellbahn unterm Weihnachtsbaum haben auch in Barleben viele große und kleine Jungs seit langem geträumt. In diesem Jahr ging der Traum in Erfüllung, zumindest für die Großen. Kurz vorm Fest beschenkten sich die Männer des örtlichen Modellbahnvereins sozusagen selbst. Dank einer Hilfe, mit der sie nicht gerechnet hatten. Jahrelang teilten die Barleber Modellbahner das Schicksal vieler Vereine. Regelmäßig sollten sie mit ihren Anlagen Messen, Märkte und Ausstellungen verschönern. Doch so richtig zahlen wollten die meisten Veranstalter nicht dafür. Egal wie viel Mühe es gemacht hatte, die Anlagen aufzubauen und zu betreuen. Dieses Jahr nun war das plötzlich anders. Der Verein konnte sich eine Gartenbahn zum Mitfahren kaufen. Denn im Sommer gab es plötzlich einen Scheck. Die Veranstalter einer Gewerbeschau zeigten sich großzügig. Und es kam noch besser. Und dann hat noch ein bisschen Geld gefehlt und die Gemeinde hat gesagt, okay, wir fördern das auch noch mit. Und somit ist innerhalb von 2 Jahren im Prinzip aus einer Idee dementsprechend Wirklichkeit geworden. Anfang dieses Monats wurden Lok und Gleise endlich geliefert. Nachdem die Männer die Schienen zu einem 60 Meter langen Kreis zusammengeschraubt hatten, kann das neue Schmuckstück erstmals aufgegleist werden. Vereinschef Michael Sperling persönlich übernimmt die Einweisung der Clubmitglieder in die Technik der Maschine. Das hier ist der Schalter vorwärts und rückwärts. Der ist Hauptschalter ein aus und hier kann man dann sachte losfahren. Und natürlich die Hupe. Soweit die Theorie. Nun zur Praxis. Clubchef Sperling bricht zur Jungfernfahrt mit der nagelneuen 5 Zoll Akkulok auf. Scheint ja gar nicht so schwer zu sein. Nachdem sich die erste Aufregung gelegt hat, traut sich Sperling sogar eine Schippe draufzulegen, erhöht das Tempo und zahlt Lehrgeld. Gerade mal in der zweiten Runde und schon entgleist. Die geht ein bisschen bergab, es war schon gar kein Fahrstrom mehr an und die lief alleine und hat eben halt in der Kurve etwas das Gleis verlassen. Durch die etwas höhere Geschwindigkeit wahrscheinlich. Als nächstes darf der Schatzmeister des Vereins ran. Unter den staunenden Blicken der Barleber Öffentlichkeit. Olaf Rudolf fährt mit viel Augenmaß und hat die Gefahren der Strecke bald erkannt. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Es geht hier ein ziemliches Gefälle runter. Man müsste hier eine schöne Bremse haben. Vor allem müsste man einen weiteren Wagen haben, auf dem dann auch mal Kinder mitfahren können. Doch der kostet 800 Euro und so viel Geld hat der Club nun doch nicht. Vielleicht lässt sich ja der Bürgermeister überzeugen, die Gemeindeschatulle für die Modellbahner noch einmal weit zu öffnen. Schließlich ist er von der Bahn ganz angetan. Sieht sehr gut aus, Kinder können damit fahren in Zukunft und denke, das wird den Auftrieb geben für den Verein. Wenn man Kinder ins Herz schließt und Kinder mit einbezieht, dann wird auch der Verein weiter wachsen. Bis es soweit ist, bleibt die neue Bahn aber erstmal nur ein Spielzeug für die großen Männer. Nur ein einziger Kreis und die Männer vom Barleber Modellbahnverein sind glücklich. Der Thüringer Gunter Dassler brauchte da schon ein wenig mehr, bevor er mit seiner Modellbahn zufrieden war. Denn die sollte perfekt sein, so wie ihr Vorbild. So könnte es ausgesehen haben, in Oberfranken zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Gunter Dassler reist in seiner Szenerie weit zurück. In eine Zeit, in der die Eisenbahn ihren Siegeszug gerade vollendet hat, während das Automobil noch in den Kinderschuhen steckt. Ein Motiv, das man selten sieht. Viele Modellbahnanlagen sind ja in der Epoche 3 oder in der Epoche 4 der Deutschen Reichsbahn angelegt. Und dem Trend wollte ich einfach mal widersprechen und habe mich dann für eine H0-Spuranlage in der Epoche 1 entschieden, aufgrund der Vielfalt und der Farbenfreude, die es in dieser Zeit noch gab. Begonnen hatte seine Leidenschaft für die alte Länderbahnzeit mit dem eher unspektakulären Modell eines Schneepfluges der königlich-bayerischen Staatseisenbahn. Mitte der 90er Jahre hatte er es auf einer Messe entdeckt, sofort gekauft und später seine ganze Anlage drumherum aufgebaut.
Und die bietet nicht nur auf, sondern auch neben den Gleisen viele Hingucker. Gleich neben dem Sägewerk hat ein bayerisches Artillerieregiment sein Militärlager aufgeschlagen. Und das, obwohl es im Fachhandel solche bayerischen Soldatenfiguren gar nicht gibt. Deshalb griff General Dassler kurzerhand zu Pinsel und Farbe. Wagen gekauft sind es Preußen und sie sind jetzt durch die neue Farbgebung zu Bayern geworden. Also wesentlich einfacher, als das vielleicht im richtigen Leben ist. 15 Jahre Bauzeit hat der Thüringer in seinen fränkischen Anlagentraum investiert. Der erste Bauabschnitt bestand noch aus vielen Gleisen mit relativ wenig Landschaft. Im Lauf der Zeit hat sich dieses Verhältnis zugunsten des Landschaftsanteils verschoben. Es sollte eine Harmonie entstehen zwischen der Eisenbahn und der Landschaft. Und es war ja immer so oder ist heute noch so, dass zuerst die Landschaft da war und dann kam die Eisenbahn. Und das habe ich ganz einfach versucht, in meiner Modellbahnanlage umzusetzen. Die alten bayerischen Loks, die bei Dassler fahren, wirken oft exotisch. Die D11 zum Beispiel, einst mit rund 150 Exemplaren die häufigste bayerische Lokalbahnlok. Oder die G45. Eine leistungsfähige Güterzuglok, die von der Firma Maffei in München hergestellt wurde. Vor allem vor leichten Personenzügen war die PT23 anzutreffen. Neben der bunten Lokvielfalt fällt auf der Rudolstädter H0-Anlage noch etwas anderes auf. Fast alle Güterwagen sind beladen. Das Thema Beladung hat bei mir schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und ich finde ganz einfach, leere Güterwagen gibt es bei der richtigen Eisenbahn sehr, sehr selten. Und das sollte bei der Modellbahn auch so sein. Auf die kleine Fangemeinde der Königlich Bayerischen Staatseisenbahn wartet nicht alle paar Monate ein neues Modell im Händlerregal. Doch rechtzeitig zum diesjährigen Weihnachtsfest hat Fleischmann die Lok Nürnberg erstmals als Großserienmodell herausgebracht. Klar, dass die Maschine bei Gunter Dassler bereits im Einsatz ist. Im Dezember herrscht traditionell Hochbetrieb in den Modellbahngeschäften. Jetzt zur Weihnachtszeit bringen die Hersteller ihre wichtigsten Neuheiten auf den Markt. Unser Experte Günter Feuereisen stellt Ihnen einige vor. Sie lassen Modellbahnen im weihnachtlichen Glanz erstrahlen. Die Adventssterne von Busch. Drei Stück kosten 20 Euro. Für das Preiser Figurenset rund um den Weihnachtsbaumkauf müssen ca. 13 Euro bezahlt werden. Vom Zwickauer Lokspezialisten Gützold stammt dieses H0-Modell für rund 400 Euro. Die Schnellzugdampfloks der Baureihe 0310 waren beim Vorbild ursprünglich Stromlinien verkleidet. Gützold hat sich für eine andere Variante entschieden. Das ist die Variante nach dem Krieg, als die Kessel erneuert werden mussten. Da kam die Stromlinienverkleidung weg, es kam ein Rego-Kessel drauf, der auch genau der gleiche Kessel ist, der auf der Baureihe 41 eingebaut wurde. Apropos 41, auch von dieser Baureihe gibt es ein neues Modell. Die Firma Fleischmann liefert ihre Maschine als Rego-Variante in Epoche 4-Beschriftung aus. Damit lassen sich im Modell fast so lange Güterzüge bewegen wie beim Original. Auch in puncto Sound hält die Kleine mit der großen Lok mit. Der Preis des Digitalmodells 470 Euro. Fans von Doppelstockzügen der DDR-Reichsbahn haben die Qual der Wahl. Während Pico sich für diese lange Variante entschieden hat und dafür 380 Euro verlangt, hat Rivarossi einen kurzen zweiteiligen Zug als Vorbild gewählt. Preis dieses Modells 130 Euro. Wenn wir an unserer Sendung vom U-Boot reden, wissen alle Experten, dass wir damit kein Schiff, sondern diese rumänische Diesellok meinen. Von der hat Pico jetzt eine H0-Maschine für preisbewusste Käufer herausgebracht. Die Lokomotive bekommen Sie für knapp 80 Euro. Dafür bietet sie eine hervorragende Detaillierung, sowohl bei den Dachlüftern als auch bei den Drehgestellen und super Fahreigenschaften. Neu in TT ist diese Schnellzugdampflok. Sie stammt von Tillicher Sebnitz und kostet rund 240 Euro.
Rocco hat in der gleichen Nenngröße eine preußische P8 konstruiert. Die Maschine kostet 280 Euro. Wer 400 Euro auf den Ladentisch legt, bekommt sie sogar mit Sound. Und wer noch ein bisschen mehr, nämlich 480 Euro übrig hat, auf den wartet etwas ganz Großes, eine E94. Die Lokomotive hat natürlich erstens mal die beweglichen Drehgestellrahmen gegenüber dem Hauptrahmen. Und zusätzlich hat Pico diesen Rahmen nochmal unterteilt, damit auch die kleinsten Radien gut durchfahren werden. Dass das Gartenbahnmodell erst jetzt zu Weihnachten statt im Sommer in die Läden kommt, für unseren Experten kein Problem. Gartenbahnen können natürlich auch auf dem Boden oder im Keller fahren oder auf dem Teppich um den Weihnachtsbaum herum. Deswegen spielt es keine Rolle, dass es jetzt kommt. Im Gegenteil. An ihren Anblick werden sich noch viele erinnern können. Lokomotiven der Baureihe 52 waren in der DDR vor vielen Güterzügen anzutreffen. Jetzt gibt's ein neues Fleischmann-Modell der Lok in der kleinen Größe N. Der filigrane Nachbau kostet 260 Euro. Neben all den maßstäblichen Neuheiten habe ich noch ein anderes Modell entdeckt. Möglich, dass Nietenzähler mit dem Kopf schütteln. Aber Romantikern werden diese kleinen Züge sicher gefallen. Sie schlängeln sich durch eine verschneite Winterlandschaft und das mitten in einem Weihnachtsbaum. Gleich auf drei Ebenen rollen hier die Loks und Wagen. Eine nicht alltägliche Verbindung von Weihnachtsfest und Eisenbahn. Und über allen schwebt der heilige Nikolaus mit seinen fliegenden Rentieren und wünscht uns ein frohes Fest. Diese E94 hat 30 Jahre auf dem Buckel. Sie stammt noch aus DDR-Zeiten von den Berliner TT-Bahnen. Und diese Maschine läuft noch immer. Allerdings nicht so geschmeidig, wie sie das von modernen Loks gewöhnt sind. Doch dagegen kann man etwas tun, meint Harry Barth, ein Mann für schwierige Fälle. Die Loks der Baureihe E94 wurden in den 90er Jahren ausgemustert. Sie waren nicht mehr zeitgemäß. Die DDR-Modelle der E94 sind auch nicht mehr zeitgemäß. Schuld ist vor allem ihre hohe Anfahrspannung von ca. 4 Volt. Die verhindert ein sanftes Losfahren und Steuern der Lok. Doch sie deshalb ausmustern? Es reicht, den alten Motor zu ersetzen. Die Motorhalter müssen nur entfernt werden und die Gehäusehalter, die jetzt hier hinten zu sehen sind im Prinzip, die müssen etwas gekürzt werden, weil der Motor breiter ist wie der Rundmotor und auch länger. Um den Motor auszubauen, müssen zunächst die Splinde der Drehgestelle herausgezogen werden. Danach werden die Drehgestelle und Kardanwellen entfernt. Erst jetzt kann der alte Motor aus den Halterungen gelöst und herausgenommen werden. Und der neue, etwas größere Antrieb kann hinein. Jeder, der ein bisschen löten kann oder mit einer Zange umgehen kann, eigentlich kann den Motor selbst einbauen. Wenn er schon mal beim Löten ist, erledigt der Fachmann bei dem alten TT-Modell gleich noch ein anderes Problem. Weil zwischen der Stromfeder und dem Kontakt hier unten drunter nach 30 Jahren Korrosion entsteht, sollte man zwischen dem Kontakt und der Schleiffeder hier einen Lötpunkt draufsetzen, damit hier eine sichere Stromabnahme gewährleistet ist. Nun werden der neue Motor ein- und die beiden Drehgestelle gemäß Anleitung wieder angebaut. Wenn alles richtig sitzt, müssen noch die Anschlusskabel des Motors an die Drehgestelle angelötet werden. Fertig ist die Modernisierung, für die Barth einen 20 Euro teuren Umbausatz anbietet. Aus der alten E94 ist quasi eine neue geworden. Eine, die sich schon bei rund 1,2 Volt Anfahrspannung in Bewegung setzt. Ein Modell mit zeitgemäßen Fahreigenschaften. Im direkten Vergleich sieht es so aus. Das umgebaute Modell vorn setzt sich eher und ruhiger in Bewegung als die alte Maschine hinten. Wer sich den Umbau nicht selbst zutraut, kann seine Maschine auch für 30 Euro von Harry Barth umrüsten lassen und erhält so eine E-Lok, die sich wieder auf jeder TT-Anlage sehen lassen kann und ihre langen Züge voller Stolz über die Gleise zieht, so wie einst ihr großes Vorbild, die legendäre E94, das deutsche Krokodil.
Die Geschichte dieser Lok ist eng mit der sächsischen Eisenbahngeschichte verbunden. Die Baureihe 84 wurde speziell für die Müglitztalbahn entwickelt. In Sachsen ansässig ist auch der TT-Spezialist Tillich und der hat die Maschine jetzt aufs Modellbahngleis gestellt. Ein Fall für unseren Loktest. Die Baureihe 84 wurde Mitte der 30er Jahre von der Berliner Maschinenfabrik gebaut. Mit ihr schufen preußische Ingenieure eine Lok, die ganz auf die Wünsche sächsischer Eisenbahner zugeschnitten war. Die Strecke von Heidenau nach Altenberg, die Müglitztalbahn, war eine sehr, sehr kurvenreiche Strecke mit Tunneln und sehr starken Anstiegen. Und dazu benötigte man eine spezielle Lokomotive. Für den Fachjournalisten Franz Rittich ist klar, das gravierendste damals zu lösende Problem war die Bogenläufigkeit der Lok, also ihre Fähigkeit, enge Kurven zu befahren. Beim Original waren deshalb 4 der 5 Kuppelachsen seitenverschiebbar. Und auch das neue Modell kommt sehr gelenkig daher, wie Rittichs Kollege Gideon Grimmel beim Testen festgestellt hat. Damit die Lok möglichst kurvengängig ist, ist das Fahrwerk an 4 Stellen unterteilt. Zum einen bilden diese 3 Achsen hier eine Gruppe, die leicht wippen kann und somit für Höhenspiel sorgt. Ansonsten haben die Achsen einen Seitenverschub, der Rahmen ist auch an dieser Stelle unterteilt. Der Vor- und der Nachlaufradsatz können entsprechend ausschwenken, wobei die Deichsel des Nachlaufradsatzes sogar an 2 Stellen unterteilt ist. Auf der Testanlage erreicht das Modell bei 7,4 Volt Spannung die vorbildgerechte Höchstgeschwindigkeit von umgerechnet 70 Stundenkilometern. Ist der Travo voll aufgedreht, rast die kleine Lok mit umgerechnet 131 km/h über die Platte. Liegt damit über dem laut Modellbahnnorm zulässigen Wert. Dennoch beträgt der Auslauf aus dieser hohen Geschwindigkeit gerade mal 8 cm. Von diesen extremen Manövern abgesehen, kann das Modell mit seinen Fahreigenschaften durchaus überzeugen. Die Fahreigenschaften sind gut, auch im niedrigen Geschwindigkeitsbereich. Begünstigt wird das durch die Schwungmasse, die sich im Bereich des Stehkessels befindet und der Lokomotive und dem Getriebe zu einem relativ hohen Gleichlauf verhilft. Ein sehr gut gibt's für die äußere Gestaltung der Lok. Die Bedruckung ist exzellent ausgeführt. Und selbst das innenliegende dritte Triebwerk der Maschine wurde im Modell perfekt nachgebildet. Und das, obwohl es beim Spielen mit der Lok gar nicht zu sehen ist. Der Preis der neuen TT-Lok liegt bei 208 Euro. Und vielleicht ist dem Modell sogar mehr Erfolg als einst dem Vorbild beschieden. Das verlangte aufgrund seiner komplizierten Konstruktion immer eine besonders liebevolle Pflege. Und weil sie so teuer, weil sie so unterhaltungsaufwendig und übrigens auch ein Kohlefresser war, hat man sie dann bis 1962 ausgemustert und in den Jahren danach nach und nach verschrottet. Es ist leider keine als Museumslok erhalten geblieben. Viele Modellbahner dokumentieren mit ihren Anlagen eine ganz bestimmte Epoche. Sie lassen zum Beispiel nur Züge der Zwischenkriegszeit fahren oder beschränken sich auf die Modelle der Deutschen Reichsbahn in der DDR. Edgar Hüttinger ist das zu wenig. Ihn fasziniert die Eisenbahn von ihren Anfängen bis heute, vom Adler bis zum ICE. Und so lädt er auf seiner Modellbahnanlage zu einer Zeitreise durch alle Epochen ein. Vor 3 Jahren begann Edgar Hüttinger sein Zeitreiseprojekt. Und es war ihm von Anfang an klar, dass er damit die Grenzen herkömmlicher Modellbahnanlagen sprengen würde. Die Halle, die dafür zur Verfügung stand, war halt 1000 Quadratmeter groß. Und wir haben uns überlegt, was wir für ein Konzept hier reinbringen. Und da bietet sich natürlich dieses Epochenkonzept an, weil man da Stück für Stück die Sache weitergestalten kann und bauen kann. Einer der ersten Modellbahnabschnitte, der in Hohenfichte eröffnet wurde, war jener der sogenannten Epoche 2, also der Zeit zwischen den Weltkriegen mit ihren mächtigen Dampfloks. In diesem Jahr nun ist die Riesenanlage weitergewachsen, wurde ein neuer Bauabschnitt eröffnet. Schon auf den ersten Blick wird deutlich, diesmal geht es um die Reichsbahn zu DDR-Zeiten, mit allem Drum und Dran. Der kleine Konsum an der Ecke fehlt ebenso wenig wie der Plattenbau. Das ist die Epoche 3 und 4. Das ist die Zeit der Deutschen Reichsbahn und zur gleichen Zeit der Deutschen Bundesbahn nach dem Krieg. Und der Teil der DDR, der Deutschen Reichsbahn, ist jetzt soweit fertiggestellt.
Und so kann auch Staatschef Honecker noch einmal einen großen Auftritt genießen und mit seinem Regierungszug durch den Arbeiter- und Bauernstaat reisen. Die Parolen immer fest im Blick. Obwohl Hüttingers Bahn längst über die Größe gewöhnlicher Heimanlagen hinausgewachsen ist, setzt der Bahnchef nach wie vor auf eine konventionelle, analoge Steuerung. Für den Fahrbetrieb in seinem riesigen Reich benötigt er keine teure Weltraumtechnik. Eine gewöhnliche Blockstellensteuerung tut's auch. Also bis jetzt liegen hier insgesamt schon über 3 Kilometer Gleis, sind weit über 200 Weichen hier verbaut. Jetzt im Moment fahren schon über 110 Züge im automatischen Betrieb. Die Zeitreiseanlage ist so groß, dass sogar ein kompletter Ablaufberg darauf Platz fand. Wie einst beim Vorbild schleppt die Rangierlok Güterwagen nach oben, von wo sie, dank des Gefälles, selbstständig auf jene Gleise rollen, auf denen sie zu neuen Güterzügen zusammengestellt werden. Und wie beim Vorbild rollen sie manchmal leider auch über diese Gleise hinaus. Momentan erweitern Edgar Hüttinger und sein Mitstreiter Frank Staschinski die Bahn erneut. Gerade sichern sie die DDR-Staatsgrenze Richtung Westen. Hinter dem eisernen Vorhang wollen sie dann ein Stück Bundesrepublik nachbauen. Die Bundesbahngleise liegen bereits. Die Landschaft freilich muss noch gestaltet werden. Damit die V200 mit ihren Silberlingen künftig nicht mehr über nackte Sperrholzplatten rollen muss. Wir gehen davon aus, dass spätestens Anfang nächsten Jahres, Mitte nächsten Jahres, die Deutsche Bundesbahn soweit fertig ist, dass sie komplett überbaut ist, gestaltet ist. Wer Lust hat, in Hohenfichte selbst einmal auf Zeitreise zu gehen, die Schauanlage hat bis einschließlich Neujahr täglich geöffnet. Ansonsten ist ein Besuch hier an jedem Wochenende möglich. Wenn Sie in den nächsten Tagen Lust auf noch mehr Modellbahnen und vielleicht auch etwas Zeit haben, dann habe ich ein paar Empfehlungen für Sie. Schon morgen gibt es in Nordhausen eine Modellbahnausstellung nach dem Motto Doppelausfahrt statt Doppelkorn. Die Stolberger Modellbahner lassen ihre Züge noch an 3 Tagen des alten Jahres rollen, im Kulturbahnhof der Stadt. Auch vor den Toren von Leipzig gibt es in diesem Jahr noch 3-mal die Möglichkeit, kleine Bahnen fahren zu sehen. Der Netschkauer Modellbahnclub Gölschtalbrücke lädt traditionell zu Beginn eines Jahres zu seiner ersten Ausstellung ein. Und selbst im kleinen Bretschendorf, das liegt zwischen Freiberg und Dippoldeswalde, drehen Mitte Januar H0-Bahnen ihre Runden. Wir sind wieder am Ausgangspunkt unserer Bahnreise angelangt, im weihnachtlich geschmückten Annaberg-Buchholz. Bei Edgar Hüttinger haben wir ja eben einen Modellbahnabschnitt erlebt, auf dem ausschließlich Züge der DDR-Reichsbahn unterwegs waren. Und nun wollen wir von Ihnen wissen, mit welchen beiden Epochen bezeichnen denn Modellbahner solche Anlagen, auf denen nur DDR-Züge fahren? Schreiben Sie die beiden Ziffern auf eine Postkarte und ab damit an uns. Einsendeschluss ist der 4. Januar, die Auflösung gibt es am 6. Januar in der Sendung dabei ab 2. Und wir können uns schon morgen wiedersehen, denn dann gibt's ab 17.20 Uhr die nächste Ausgabe von Auf kleiner Spur. Bis dahin, tschüss.